Hallo meine Lieben, willkommen zu einem kurzen Video von mir. Ich möchte euch das Pastellbox zeigen und wir tragen nämlich auch zusammen die Farben live auf. Sieht so aus. Es ist so ein wunderschöner Box, also es ist total hochwertig mit Magnetverschluss, das liebe ich am meisten. Und es sieht immer so aus. Wie manche bereits schon wissen, ich verschicke zu jeder Farbe ein Coverstick. Und zwar, das will ich einfach zu meiner Marke gehören. Das finde ich so geil und so toll. Und es ist einfach irgendein Service, was ich nie bei jemand gesehen habe und was ich als Nageldesigner immer in meiner Vision hatte und ich habe mir sowas gewünscht, es war aber bis jetzt nicht möglich und deshalb habe ich mich doch entschieden, nee, das mache ich für alle meine Kunden. Ich will, dass das zu meiner Marke gehört, dass das meine Marke vorstellt. Und daher, Nail Arts bedeutet auch mal immer Coversticks. Und machen wir jetzt nämlich gleich zusammen. Ich dachte, das wird doch gut sein. Ich habe zwar einen Stick schon beklebt und dachte, oh nee, gut, dann höre ich doch auf und ich mache lieber ein Video davon. Das geht ganz leicht. Also ihr bekommt immer zu jeder Farbe. Also das ist ja nicht, wie gesagt, nicht nur, das gilt nicht nur fürs Box. Das gilt für egal welche Farbe ihr bestellt. Zum Beispiel, dann bekommt ihr unbedingt auch ein Stick, auch natürlich zum den Glittergelen, immer, also zu jeder Farbe. So. Und auch nicht nur zu den Farben, sondern auch zu den Arbeitsgelen, die nämlich eine Farbe haben, also die in Flaschen sind. Zum Beispiel die Rubber Bases, die verschiedenen Varianten mit, ohne Glitter und so weiter. Die Easy Covers natürlich. Jo. So, und wie ich das mache, ich befestige das einfach mal auf meinen Präsentationstipp. Ihr könnt auch, ihre eigenen Tipps natürlich dafür nehmen, egal welche Form. Das geht natürlich auch mit den anderen Tipps, die standardförmigen. Ich habe einfach für meine Marke die ausgewählt. Die finde ich einfach, die passen super gut. Gefallen mir sehr gut. Aber die Sticks an sich, die kann man natürlich überall bekleben. Und ich habe auch eigentlich sehr viele Videos schon gedreht, auch von den einzelnen Produkten, von den Arbeitsweisen und so weiter. Aber ich finde einfach keine Zeit dafür. Irgendwann versuche ich die ganzen Videos auch irgendwie auf die Shop-Seite auch zu verlinken. Nicht also nur hier auf die Gruppe, aber da ich die Firma bin, brauche ich einfach viel mehr Zeit. Also, ja. Aber die schönen Sachen brauchen ja ihre Zeit. Es ist halt so. Hauptsache, es wird. Also, ich beklebe einfach erstmals meine Präsentationssticks mit unseren Coversticks. So. Und dann werden wir diese einfach zusammen bemalen. Und dieses Bepinseln lasse ich euch natürlich. Das nehme ich nicht von euch. Ich nehme einfach dieses lästige Beschreiben und natürlich, ich nehme auch das weg, dass die Tipps nicht schön aussehen und nicht übersichtlich und so weiter. Meine Tipps haben durch die Jahre waren immer nur beschriftet mit einem Marker. Also ich habe am Anfang eigentlich sogar noch einen Drucker benutzt, was auch immer, egal. Ab jetzt machen wir das jetzt so.
Unsere süßen Tipps sehen dann jetzt so aus. Und als nächstes werden wir diese einfach mal bepinseln mit unseren tollen Gelen. Der Box ist gerade eigentlich vergriffen, aber ich mache nächste Woche, glaube ich, viele neue rein. Man muss einfach immer denken, das sind hier meine eigenen Farben, also die sind meine Entwicklung, die sind keine Massenfarben und daher, da brauche ich ganz viel von meiner Zeit, damit ich die für euch machen kann. So, das ist dann Menthol. Hier auf die Kamera sieht ein bisschen mehr blaustichiger als es ist. Also es ist mehr, ein bisschen mehr grün, als das man gerade auf die Kamera sieht, glaube ich. Und als Pinsel nutze ich die Nail Art Pinsel. Also das sind die Pinsel, die kommen im Shop und die werden natürlich viel schöner sein. Das ist nur mein Testpinsel, weil diese Pinsel entwickle ich eigentlich schon seit November, Dezember letztes Jahr. Und da braucht man einfach ganz, ganz viel Zeit dafür. Aber ich glaube, so in einem Monat höchstens werden sie schon endlich Fakt sein. So, die Farben, die sind sehr deckend. Ich mache immer erst eine grobe Schicht, damit ich wirklich alles ganz, ganz schön abdecke. So, ganz grob. Und dann streiche ich einfach mal die Farbe glatt. Es ist wirklich extrem, extrem leicht mit den Farben zu arbeiten und auch mit den Pinseln. Das sieht dann so aus. Und jede Farbe hätte ich 30 Sekunden aus in der Kombilampe. Ihr könnt natürlich auch 60 Sekunden machen, ganz wie ihr wollt.
unsere wunderschöne Baby-Pastells-Farben und die versiegle ich jetzt mit Magician's Mirror. Das ist unser Versiegler ohne Schwitzschicht und der ist nämlich genial jetzt für diesen Fall, wo es keine Nailart auf die Tipps gibt oder sowas, also keine Unebenheiten, weil das ist ein sehr dünner Versiegler und der deckt keine Unebenheiten ab. Also daher ist am besten, wenn wir ihn für solche Fälle nutzen. Also wenn wir nur eine Schicht Farbgel haben oder direkt eine Nude-Modellage, zum Beispiel mit den Easy Covers oder sowas. Das passt dann am besten. Und alle Versiegler hätte ich dann 60 Sekunden aus. So, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das ist unser Sommerbox mit den Babypastells und es sieht dann zum Schluss so aus. Also das macht extrem viel Spaß und ich bin wirklich gespannt, also viele haben das Box schon bestellt. Ich bin wirklich gespannt auf eure Resultate, auf eure Bilder, Meinungen, Anregungen. Postet einfach alles in die Gruppe. Und bis zum nächsten Box. Tschüss.